650 Schützenkameraden aller 111 Schützenabordnungen aus dem gesamten Bundesland Salzburg fanden sich am 18.02. zur 64. Anton Wallner Gedenkfeier in Damsweg ein. Aber wer war Anton Wallner und warum wird dieses Fest gefeiert? Naja, die Schützen stehen für Tradition. Und dann haben wir halt das wieder aufgegriffen und haben die Anton Wallner Gedenkfeier in Erinnerung gerufen, weil eben durch die Leistungen, was dieser Mensch vollbracht hat, haben wir gesagt, das ist es wert, alle Jahr eine Gedenkfeier, um seinen Todestag zu machen. Anton Wallner war ein Freiheitskämpfer. Er hat in den Jahren um 1809 die Heimat verteidigt vor den einfallenden Franzosen. Und Bayern hat mit einfachsten Mitteln gekämpft, mit seinen Mitstreitern, hat nicht nur sein eigenes Leben riskiert, sondern das Leben seiner ganzen Familie. Das Schützenwesen zeichnet aus die hervorragende Kameradschaft, die wir unter uns haben. Wir die Pflege der Kultur, der Volkskultur, den Brauchtum der Schützenwesen. Und ich glaube, es gibt nichts Schöneres, als Schützenkommandant sein zu dürfen. Aus allen Gauen die Fahnen, aus allen Gauen die Uniformen, eine bunte Farbenpracht. Ich glaube, es wird ein wunderschöner Tag und ich bin froh und stolz, dass heute alles da bei uns in Damsig ist und ich freue mich schon sehr darauf. Mit dieser Gedenkfeier wird die Verbundenheit zur Schützenkameradschaft und zur Heimat zum Ausdruck gebracht. Denn Tradition und Brauchtum werden von den Schützen des Landes hochgehalten. Ja, die Organisation der Schützen ist eigentlich im Land Salzburg generell komplett unterschiedlich. Es gibt also die Schützen, die Innergebirg sind, also Bastluhe, Entertainingau, auf den, wo ich komme, aus Wolling, ist eine gemischte Struktur. Es gibt also die sogenannten Wehrschützen, die sind also diese Schützen, die eigentlich mit Gewehre bewaffnet sind, kämen vorwiegend aus dieser Zeit der Koalitionskriege, also von 18. zum 19. Jahrhundert. Und dann gibt es den anderen Teil, die vorwiegend, also wesentlich später gegründet worden sind, die sogenannten Prangerstutzenschützen, was vorwiegend der Flachgau ist, ein Teil auch vom Dänengau und die Handbüllerschützen, die also aus der Zeit aus dem kirchlichen Bereich vorwiegend kommen, ne? Und das ist eigentlich die Schützenstruktur vom Land Salzburg, nicht so wie in Tirol. Tirol ist alles orientiert, also nach Andreas Hofer, also sogenannte Wehrschützen, ne? Und das ist der große Unterschied bei uns. Musikalisch umrahmt wurde diese Gedenkfeier von der Militärmusik Salzburg, der Bürgermusik Damsig und der Bürgermusik Mauterndorf. Für die Verdienste um die Salzburger Volkskultur wurden auch Ehrungen des Landes Salzburg verliehen. Ich bin mit 17 Jahre schon zum Schützen gekommen und seitdem dabei. Was ist das Schönste am Schützen sein? Ja, Zusammenhalt und die Gastlichkeit und wenn auch irgendwo passt einfach.